Heute waren wir für den Weihnachtskalender wieder in der Stadt unterwegs, um dem Wormsohn ein paar Fragen zu einem der wichtigsten Themen in der Weihnachtszeit zu stellen: dem Essen. Wir gehen zur Tochter und machen so eine Mischung. Jeder bringt was mit. Das machen mein Mann und ich zusammen. Miteinander? Miteinander, ja. Ja, miteinander. Ich denke, ich werde mich bei meiner hübschen Tochter einladen lassen. Die Mama. Ich. Ich. Meine Oma und meine Mutter. Bei mir die Verwandten zusammen, also, aber eher Frauenseite. Die Hausfrau. Die Familie kocht. Meine Mutter, ich und meine Schwester manchmal. Meine Mutter. Eigentlich nach Wunsch. Wir haben es jetzt noch nicht besprochen, was für die Kinder passt. Also es ist auch mal sind auch mal die Würstchen und der Kartoffelsalat. Also querbeet. Da haben wir eigentlich nichts Typisches. Wir geben uns ein bisschen mehr Mühe, so mit Vorspeise und Hauptgang und Nachtisch, aber wir haben da kein spezielles Ritual, oder? Wild. Fondue. Es kommt ganz drauf an. Nein. Und eins, was in Frankreich nicht fehlen muss, ist Gänseleber. Bei uns gab es traditionell immer Gans mit Rotkraut und Knödeln und das wurde dann zwangsläufig mein Lieblingsessen. Meistens Lende. Mit Nudeln. Das steht jetzt noch nicht fest, aber dann wird es schon etwas üppig und auch etwas länger. Mit Vorspeise, Nachspeise und das ganze Drumherum. Auf jeden Fall Fisch. Ja, das steht schon mal fest, ja, Fisch. Also ich bin ursprünglich Marokkanerin, ja. Ich komme aus Marokko und ich koche marokkanisch. Aber ich kriege halt meine deutsche Familie, wir haben eine deutsche Familie, die zu Besuch kommen und wir essen halt gemeinsam marokkanisches Essen. Ente und so russische russische Spezialitäten. So Truthahn und so alles. Es gibt Kartoffelsalat und die Kinder, jeder darf was mitbringen, was er gerne mag dazu. Normalerweise alles Mögliche. Wir haben nämlich eine russische Familie und da kommt alles Mögliche dazu. Also traditionelles Essen, Suppen, Kartoffeln, auch ganz gerne, ja. Truthahn. Ja, bei uns auch Truthahn. Der Gänsebraten und Klöße. Hab ich tatsächlich keins. Nee. Wild. Wild und selbstgemachte Nudeln. Lieblingsweihnachtsgericht ist, wie gesagt, diese Gans mit Rotkraut und Knödeln. Ja. Ja, machen wir doch einfach den Fisch. Ja, Lachs zum Beispiel. Lachs ist immer gut. Ich mag diese Klötzchen mit Fleisch und Soße. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also so ein russischer Salat, so, da ist so Wurst drin, Kartoffel und dann noch so Erbsen und dann noch so andere Sachen und das so, ja. Ich habe eher Süßigkeiten, ich mag sehr gerne Kekse, so Weihnachtskekse. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, schon eine Gans, eine Weihnachtsgans. Hirschgulasch. Ich glaube Kartoffeln, ja, alles Mögliche, was Kartoffelgerichte sind. Eigentlich gibt es keinen bei mir. Ja, bei mir, ich mag alles. Ja. Also.